Highway TV, Ihr regionales Fernsehen aus der Obersteiermark, heute mit folgenden Sendungen. In unserem Infotainment: Gesund durch die kalte Jahreszeit mit einem gestärkten Immunsystem. Neuer Standort für die Gurs-Box. Bestsellerautorin Claudia Rosbacher zu Gast in Leoben. Und das kulturelle Leben in Kapfenberg. In On the Road geht's heute um die Passion Oldtimer. Und in Close-Up ist diesmal Adi Zenz zu Gast. Zuvor aber noch die News-Sendung mit folgenden Beiträgen: Pressekonferenz der Aktivlotsinnen Kapfenberg und Bruck. Und Talk im Museum mit Kaspar Einem. Der Verein zur Förderung von Arbeit und Beschäftigung, kurz FAB, ist eine gemeinnützige Organisation mit dem Ziel, Menschen erfolgreich und dauerhaft ins Berufsleben zu integrieren. Einerseits richtet sich das Angebot an Jugendliche, andererseits an ältere Erwerbssuchende. Wir haben einen sehr, sehr starken Fokus auf ältere Arbeitssuchende, weil wir einfach sehen, dass das eine Gruppe ist, die sich sehr schwer tut am Arbeitsmarkt, die sehr gut qualifiziert ist, sehr hoch qualifiziert ist, aber sehr oft mit Langzeitbeschäftigungslosigkeit kämpfen muss, mit vielen Vorurteilen kämpfen muss, wie sie seien nicht mehr so leistungsfähig, sie seien öfter krank, was so überhaupt nicht stimmt. Ältere Arbeitnehmer bringen viel Erfahrung und Know-how. Damit sind sie für Unternehmen wertvolles Kapital. Die Aktivlotsinnen in Kapfenberg und Bruck begleiten Unternehmen und Arbeitnehmer beim Ausstieg aus dem Beruf in Richtung Pension. Viele Arbeitnehmer wollen noch ihre Erfahrungen einbringen und auch die Unternehmen wollen und können davon profitieren. Also um im Jargon der Wirtschaft zu bleiben, das kann natürlich nur eine komplette Win-Win-Situation sein. Win-Win-Situation für beide Seiten. Derjenige, der aussteigt, kann noch seine Wertigkeit in der Firma behalten, kann sein Know-how zur Verfügung stellen, kann entsprechend dazu verdienen. Und die Firma wiederum profitiert, indem sie jemanden hat, der sofort einspringt, der einfach weiterhin da ist, der die junge Mannschaft unterstützt, der vielleicht bei Einschulungen hilft, als Konsulent weiter tätig bleibt. Es gibt viele, viele verschiedene Modelle und Ansätze, die wir hier begleiten können, und darauf freuen wir uns schon sehr. Auch von Seiten der Wirtschaftskammer unterstützt man das Ausstiegsmanagement der Aktivlotsinnen und hat dieses Thema auf die Agenda gesetzt. Die Situation für uns schaut so aus, dass mit jedem Arbeitnehmer, mit jeder Arbeitnehmerin, die geht, die das Unternehmen verlässt, einfach wertvolles Wissen verloren geht, wertvolles Know-how verloren geht und natürlich auch das Netzwerk, das über Jahre von dieser Person aufgebaut worden ist. Mit dem Projekt Arm im Alter, reich an Netzwerken soll genau das erreicht werden. Wertvolles Know-how in den Unternehmen halten und andererseits auch der Altersarmut entgegenzusteuern. Die Veranstaltungsreihe Talk im Museum erfreut sich in Bruck großer Beliebtheit. Ehemalige Spitzenpolitiker geben sich im Stadtmuseum die Klinke in die Hand. Der Talk im Museum gilt in erster Linie der Person. Wer war denn der Mensch hinter dem Minister, hinter einem Politiker, der ja die Geschicke unserer Republik mitgestaltet hat? Diesmal zu Gast bei Anita Ziegerhofer, Kaspar Einem. Er war von 1995 bis 1997 Innenminister und danach bis 2000 Bundesminister für Wissenschaft und Verkehr. Im rund 1,5 Stunden langen Gespräch mit anschließender Fragestunde gab er Einblicke in seinen beruflichen Werdegang, aber auch in sein Privatleben. Außerdem verriet er, dass er beinahe für das Amt des Bundespräsidenten kandidiert hätte. Als ehemaliger Innenminister sieht er heute die Arbeit der Regierung, vor allem in der Flüchtlingsfrage, kritisch. Ich war Innenminister, es hat auch zu meiner Zeit eine relativ starke Flüchtlingsbewegung gegeben aus Bosnien. Wir haben anders agiert. Es war klar, dass man Toleranz oder Akzeptanz für Flüchtlinge nur kriegen kann, wenn diejenigen, denen es im Land schlecht geht, das Gefühl haben, es kümmert sich jemand um sie. Das ist schon eine der Voraussetzungen. Es ist nicht die Voraussetzung, dass man gegen die Flüchtlinge ist, es ist die Voraussetzung, dass man für diejenigen, die die schlechteren Karten im eigenen Land haben, etwas tut und dass die es spüren, dass man für sie etwas tut oder tun will. Dann kann man, glaube ich, auch wesentlich offener mit Flüchtlingen umgehen und auch eine andere Geschichte erzählen, als die, die heute typischerweise erzählt wird. Wir könnten und sollten uns schon auch daran erinnern, dass aus Österreich relativ viele Menschen
in der Zeit des Nationalsozialismus zum Teil auch schon davor fliehen mussten und gerade noch mit dem Leben davongekommen sind, die auch vielfach in Länder gekommen sind, wo sie nicht nur mit Freuden aufgenommen worden sind, aber immerhin aufgenommen worden sind. Wir haben da noch eine Aufgabe vor uns, die man so vermutlich nicht lösen kann, wie sie jetzt gelöst wird. Als nächster Gast wird am 23. November der ehemalige KPÖ-Landtagsabgeordnete und Grazer Wohnbaustadtrat Ernest Kaltenegger im Brugger Stadtmuseum Platz nehmen. Energieberatung, E-Mobilität, Redsack Elektroshop, Elektroinstallationen, Photovoltaik, Solaranlagen, Fernsehen, Internet und Telefonie und eine eigene Kundendankstelle. Das alles und noch viel mehr lassen Sie sich von unseren Profis beraten. Die Stadtwerke Kapfenberg, Ihr Partner fürs Leben. Hallo, ich bin Sanja Jovanovic. Arbeite Sozialhilfeverband Altersheimgasse. Ich habe mich für Sozialhilfeverband entschieden, weil ich sehr gerne mit Menschen arbeite, weil es ein sicherer Arbeitsplatz ist und bei uns ist egal, aus welchem Land du kommst, bei uns zählt der Mensch. Miteinander Mensch bleiben. Der Sozialhilfeverband Bruck Mürzzuschlag sucht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Nähere Informationen auf www.sozialhilfeverband.at. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Highway-TV-Rubrik Die Region im Fokus. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Husten, Schnupfen oder Halsschmerzen sind in der kalten Jahreszeit keine Seltenheit. Heuer kommt natürlich erschwerend hinzu, dass es sich bei diesen Symptomen auch um Corona handeln könnte. Unser Immunsystem ist deshalb gerade jetzt besonders gefordert. Wir haben uns für Sie informiert, wie Sie Ihrem Immunsystem auf die Sprünge helfen können. Wer gesund durch den Winter kommen möchte, der braucht ein starkes Immunsystem, ausreichend Schlaf, Bewegung an der frischen Luft und eine ausgewogene Ernährung mit frischen, saisonalen Produkten sind die Basis. Zusätzlich kann man sein Immunsystem mit Mikronährstoffen, also mit Vitaminen und Spurenelementen, unterstützen. Zu nennen ist da Vitamin D, das fällt sowieso durch den geringeren Lichteinfluss ab. Das nächste wären dann B-Vitamine. Selen ist wichtig, weil Selen einfach immer ein Mangel ist in unseren Breiten. Die Böden sind auch ausgelaugt. Die Pflanze kriegt nur das, was im Boden drin ist. Damit ist Selen oft relativ wenig vorhanden. Zink ist ein zweiter Punkt, der ist auch sehr wichtig bei Infekten. Und Vitamin C. Intravenös verabreicht gibt es mit Vitamin C sogar Erfolge in der Behandlung von Corona. Der Hintergrund ist, dass Vitamin C Viren abtötet. Das ist Viruzid, hat also nichts mit Corona im eigentlichen Sinn zu tun, sondern es geht unspezifisch auf alle Viren. Es entsteht dabei Wasserstoffperoxid, sogenannte aggressive Sauerstoffradikale, und das tötet dann die Viren ab. Vitamin C ist also ein regelrechter Tausendsasser, aber auch Vitamin D3, denn das stärkt nicht nur die Knochen, sondern auch das Immunsystem. Einen Mangel kann man auch ganz simpel in der Apotheke testen lassen. Wir bieten da jetzt Messungen, Vitamin D3-Messungen an, die gehen relativ schnell, also innerhalb von 10 Minuten. Wir müssen nur ein bisschen Blut abnehmen und dann können wir eigentlich gleich den Vitamin D-Status ermitteln. Ich finde das total cool, weil da kann man zum Beispiel sagen, okay, passt, ich schaue jetzt, was habe ich. Nehmen wir mal einen Monat lang ein hochwertiges Produkt, misst dann noch einmal und schaue, hat man das was gebracht oder nicht. Neben Vitamin D3-Präparaten und einer breiten Palette an Nahrungsergänzungsmitteln hält auch die traditionelle europäische Medizin immer mehr Einzug in Form von konzentrierten Tropfen. Da haben wir ganz tolle Immunmischungen gemacht, immunsystemstärkende Mischungen gemacht, die man zusätzlich einfach einnehmen kann. Da helfen also die Kraft der Pflanzen, unsere Immunzellen zu
zu stärken und zu stabilisieren. Wir haben hochwertige Tees dann eben da, wie ich schon gesagt habe, die uns unterstützen können. Es bieten Aromaöle, kann man auftragen oder auch in die Luft verteilen, über Diffuser zum Beispiel, Raumdiffuser in den Räumlichkeiten, und die können uns auch helfen, das Immunsystem zu stärken. Es gibt also wirklich eine Reihe von Dingen, um sein Immunsystem zu stärken. Ein gewisses Gesundheitsbewusstsein gehört allerdings definitiv dazu, um gesund durch die kalte Jahreszeit zu kommen. Wenn man mehr auf sich achtet in der kalten Jahreszeit, wo man mehr auf die Ernährung achtet, schaut, dass man Mikronährstoffe zuführt und dann schaut auch, dass man mehr Ruhe kriegt, wenn notwendig, ist sicher kein Problem, und dann brauchen Sie sich vor Corona jetzt im eigentlichen Sinn nicht fürchten. Sicher ist es eine schwere Erkrankung, und wenn Sie Vorerkrankungen haben, wäre ich vorsichtig, gar keine Frage, aber man kann einiges tun, um da vorzubeugen bzw. im Extremfall dann auch zu behandeln. Es gibt also keinen Grund zur Panik. Mit einem starken Immunsystem und den nötigen Hygienemaßnahmen sind Sie für den Winter gerüstet. Die Gues-Box in Bruck an der Mur dient seit 2016 als Trainingsplatz für Sport- und Gesundheitsbegeisterte. Nun übersiedelte man auf die andere Straßenseite, in die Räumlichkeiten des Autohauses Ebner, da der alte Standort in der Wiener Straße zu klein wurde. Christian Egger und Thomas König haben sich vor Ort umgesehen. Seit 2016 ist die Gues-Box als Trainingsplatz für Sport- und Gesundheitsbegeisterte in Bruck beheimatet. Der alte Standort in der Wiener Straße wurde nun zu klein. So übersiedelte man nun in die Räumlichkeiten des Autohauses Ebner, also quasi nur über die Straße. Wir sind nach 4 Jahren etwas aus den Kinderschuhen herausgewachsen. Das heißt, die Babybox haben wir geschlossen und die Box 2.0 haben wir am Samstag eröffnet mit einer sehr, sehr schönen Feier. Und der Vorteil ist natürlich, es ist viel mehr Komfort, es ist viel mehr Platz. Dadurch können wir auch viel leichter Abstand halten. Und das heißt, die Sicherheit wird noch einmal verbessert dadurch. Das größere Platzangebot bietet nun auch die Möglichkeit, dass in Corona-Zeiten wieder mehr Menschen gleichzeitig trainieren können. 2 Gruppen zu je 6 Personen auf jeweils einer Seite des Raumes. Dadurch ergibt sich auch mehr Übersicht für die Coaches. Es wird wahrscheinlich das Coaching besser werden, einfach aus dem Grund, weil drüben 8 in einer Linie waren und der Trainer hat sich rechts und links bewegen oder teilweise auch durchschliefen müssen, wenn eine Rudergeräte gestanden sind. Und jetzt, wie man da sieht, kann sich der Trainer durchs Rig in der Mitte bewegen und hat dann auf jeder Seite eigentlich 2 Sechserreihen. Und es ist einfach übersichtlicher geworden für den Trainer und sieht vielleicht etwaige Fehler schneller oder besser und kann schneller und besser korrigieren. Wir trainieren die Athleten des Alltags. So lautet das Motto der Gues-Box. Der neue moderne Standort wird bestimmt auch das Seinige dazu beitragen, die Motivation der Athletinnen und Athleten weiter hochzuhalten. Vom erfolgreichen Model zur Bestseller-Autorin. Im Museumscenter Leoben stellte die gebürtige Wienerin Claudia Rosbacher ihr neuestes Buch Steirer Stern vor. Andrea Dirnbauer und Thomas König waren für sie dabei. Claudia Rosbacher liest in Leoben aus Steirer Stern, ihrem mittlerweile 10. Kriminalroman. In allen Teilen der Grünen Mark haben das Inspektorenduo Sandra Mohr und Sascha Bergmann schon ermittelt. Warum hat sich die gebürtige Wienerin Rosbacher gerade die Steiermark als Szenerie für Mord und Totschlag ausgesucht? Ich bin als Kind immer am Rheinischkogel geschickt worden. Das assoziiere ich mit Wald. Ich habe eine persönliche Beziehung zur Steiermark, weil mein Mann Obersteirer ist, also aus Kommersbölz bei Judenburg, gar nicht weit von hier. Und ich mag die Steiermark wahnsinnig gern, ich mag die Steirer sehr gern und bin ja inzwischen auch eine Wahlsteirerin, weil ich ja schon seit das 6. Jahr jetzt selber am Rheinischkogel lebe, wo alles begonnen hat. Aber es ist nicht nur ihr Lieblingsbundesland, das die Schriftstellerin stets in den Mittelpunkt ihrer Krimis stellt. In der Neuauflage des Karibik-Thrillers Hilaris Blut
entführt sie ihre Leser nach Antigua. Auch die Wahl dieser Destination ist kein Zufall. Mein Mann und ich sind eigentlich seit unserer Hochzeit oder seit unserem Honeymoon, also Hochzeitsreise, immer zu Weihnachten und über Silvester in die Karibik gefahren, nach Antigua. Das hat sich so ergeben. Wir waren ungefähr 15 Jahre lang eigentlich jedes Jahr 3-4 Wochen auf Antigua und so gesehen habe ich diese Insel natürlich sehr gut gekannt, wie meine Westentasche. Egal ob Karibik oder Steiermark, ihrem kriminalistischen Spürsinn lässt sie immer und überall freien Lauf. Ich denke mal, das ist einfach, weil ich selber gern gelesen habe immer. Also ich habe früher gar nicht so viel Zeit zum Lesen gehabt, als ich noch in der Werbebranche war. Wenn man halt voll eingespannt ist und so, dann ja. Aber im Urlaub habe ich die Bücher dann gefressen und das waren halt meistens Thriller und Kriminalromane. Ja, und jetzt fressen Leser die Kriminalromane von Claudia Rosbacher. Mittlerweile wurden bereits ein paar Steirer Krimis verfilmt und haben mit fast 20 Millionen Zusehern Top-Quoten erzielt. Erfolg scheint ein ständiger Begleiter von Claudia Rosbacher zu sein. Denn vor ihrer schriftstellerischen Karriere war sie ein gefragtes Model. Nach dem Tourismus-Kolleg bin ich nie wirklich in der Gastronomie oder in der Hotellerie gelandet, sondern gleich mal als Model entdeckt worden und wiederum verschickt worden nach Mailand und Paris und dann auch nach Japan, wo ich gut gearbeitet habe. Warum auch immer die Japaner auf blonde Mädchen stehen, ich weiß es nicht. Und habe das ja 3,5 Jahre lang gemacht und dann ist es mir ehrlich gesagt ein bisschen zu blöd geworden. Von den Laufstegen dieser Welt ging es in die Werbebranche und seit mittlerweile 14 Jahren ist die sympathische Wahlsteirerin freie Schriftstellerin. Steirer Stern ist ihr 10. Steirer Krimi. Aufgeklärt wird der Mord eines jungen Bassisten aus dem Murtal. Und auch der 11. Fall liegt schon in der Schublade. Natürlich darf noch nicht vieles darüber verraten werden. Eins wurde bei der Lesung in Leoben aber dann doch ausgeplaudert. Der nächste Tatort ist das Ausseerland. Aufgeklärt wird dieser Fall im Frühjahr 2021. Corona ermöglicht uns ja derzeit leider keine Großveranstaltungen. In Kapfenberg hat man aber trotzdem versucht, ein vielfältiges kulturelles Angebot zu schaffen. Natürlich unter Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften. Christian Egger hat bei den Verantwortlichen nachgefragt. "2020 wird mit Sicherheit nicht als das Jahr der Veranstaltungshighlights in die Geschichte eingehen. Trotzdem sind Vereine, Initiativen und auch die Gemeinden bemüht, den Menschen ein kulturelles Leben zu bieten. In Kapfenberg hat die Stadtgemeinde für alle Veranstaltungen ein einheitlich geltendes Sicherheitskonzept erstellt. Wir haben nur mehr Veranstaltungen mit zugewiesenen Sitzplätzen. Wir haben für jede Veranstaltung ein eigenes Hygiene- und Präventionskonzept. Unsere Mitarbeiter werden alle zum Covid-19-Beauftragten ausgebildet, damit hier alle Vorschriften eingehalten werden können. Es gibt einen eigenen Besucherleitfaden, den findet man auf der Homepage. Ich würde alle Besucher auch ersuchen, ein bisschen mehr Zeit vor der Veranstaltung einzuplanen, weil hier mit Desinfektion Abstand halten, registrieren, weil wir haben auch Kontaktformulare aufliegen, wo wir alle Besucher ersuchen, sich hier einzutragen, um im Fall der Fälle ein besseres Contact Tracing durchführen zu können. Pflicht zur Eintragung besteht keine. Beim Veranstaltungsprogramm hat man versucht, einen breiten Bogen zu spannen. Kabarett, Lesungen, Ausstellungen und Kinderkulturveranstaltungen werden in den nächsten Wochen über die Bühne gehen. Wir haben in den nächsten Wochen eigentlich wieder relativ viel vor. Also es werden die Kindertheater wieder alle drei Termine stattfinden, Gott sei Dank. Natürlich mit weniger Teilnehmerzahlen wie üblich. Wir haben zwei Kabarets geplant, einmal in der Festhalle Paschluck, einmal im Spielraum. Es wird auch eine Lesung im Kulturzentrum geben mit Vortrag. Und zum Abschluss, wie jedes Jahr eigentlich üblich, auch wieder die Fotogruppe Kapfenberg mit einer Ausstellung im Kulturzentrum. Also es wird sich doch einiges tun in den nächsten paar Wochen. Alle Informationen zu den Veranstaltungen sowie den Besucherleitfaden finden Sie auf der Website der Stadtgemeinde Kapfenberg. Thank you.
Du weißt, es geht um dein Leben. 3, 2, 1. Ich begrüße Sie, liebe Zuschauer, im Namen von Allah mit einer neuen Ausgabe von Freude der Vergebung. Sie sind hergekommen, um ihr möglicherweise zu vergeben. Ja, so ist es. Ich habe ihn geliebt wie ein Vater. Warum hätte ich das tun sollen? Wir hoffen sehr, dass sie auf ihr gesetzliches und religiöses Recht verzichtet, das die Todesstrafe fordert. Die Leute wollen ein fröhliches Programm sehen. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Da bin ich weggerannt. Sie wird es nicht tun. Meinen Sie, unter Schock zu stehen, wäre eine Rechtfertigung für Ihr Handeln? Kaum verheiratet. Was hat sie für ein Motiv? Du liebst, warum tust du das? Warum verhalten Sie sich so? Sie reden, als wären Sie hier die Person, die vergeben soll. Ich denke nicht, dass Mitleid und Mitgefühl hierher gehören. Wenn Sie Ihr Leben ruinieren wollen, ist das Ihre Sache. Aber Sie werden mir nicht meine Sendung ruinieren. Ich möchte selber sprechen, wenn mein Elend für einen Film benutzt wird. Ich habe ihn nicht vorsätzlich getötet. Mein Leben liegt in deinen Händen. Vergib mir, Mona. Verdient Mariam Komichani die Vergebung? Senden Sie uns jetzt Ihre SMS an die Ziffer 3301. Bleiben Sie bei uns. Kapfenberg. Sport, Industrie, Leben. Unsere Freunde vom Automagazin widmen sich diese Woche der Passion Oldtimer und erzählen uns von der Liebe zu den alten Autos. Wir wünschen gute Fahrt und gute Unterhaltung. Passion Oldtimer, ein Buch voller Leidenschaft. Leidenschaft für alte Fahrzeuge. Auch wenn der Autor Richard Kahn augenzwinkernd gesteht: Naja, das hat sich so ergeben. Eine nette Untertreibung. Handelt es sich doch um ein edles Kleinod in Text und Bild. Mit viel Liebe zur Autogeschichte und Autogeschichten. Detailfreude, Charme und Witz komponiert. Vom Autor, einem Techniker, Oldtimer-Restaurator und Sachverständigen. Optisch in Szene gesetzt mit genialen Fotos des Rennsportfotografen Dani Reinhardt. Was aber fasziniert so an Oldtimern? Wir sind dieser Frage nachgegangen. Das Thema Oldtimer ist ja ein sehr, sehr breites. Ich bin aus der Fahrzeugtechnik, ich bin natürlich sehr techniklastig und am Fahrzeug sehr interessiert, aber es ist eben viel, viel mehr, was sich da tut. Auch die Damenwelt begeistert sich für altes Blech. Naja, ganz klar, ich bin Oldtimer begeistert. Ich habe selbst ein paar Oldtimer zu Hause, schraube gern mit meinem Mann zusammen an den Oldtimern. Der Präsentator des Abends meint dazu: Ich war erstaunt, als ich nicht nur die Form und die Layout vom Buch gesehen habe, aber auch, was er geschrieben hat. Gut gemacht. Das Buch heißt Passion Oldtimer und ich glaube, mehr braucht man nicht darüber sagen, weil es ist
Passion Oldtimer. Für alle, die sich mit Lust und Genuss durch Geschichten und Geschichteln über alte Fahrzeuge schmökern wollen. Seit 2015 ist Adi Zenz Trainer und Sportdirektor der Upper Styrian Rhinos. Auch persönlich blickt er auf eine beachtliche Karriere in der amerikanischen Sportszene zurück. Andrea Dirnbauer spricht in unserem Magazin Close-Up mit dem Wahlkapfenberger über sportliche, aber auch private Stationen seines Lebens. Adi Zenz, Head Coach der Upper Styrian Rhinos, ist heute zu Gast bei mir. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Und vor allem, wir werden nicht nur über Football plaudern, sondern auch ein bisschen über dein spannendes Privatleben. Ja, danke für die Einladung. Freut mich irrsinnig. Eine überraschende Ehre, da zu Wort kommen zu dürfen. Das freut uns auch, weil wir haben vorab ja schon ein bisschen gesprochen und da habe ich gesehen, dass du eigentlich ein sehr, sehr spannendes Privatleben hast, das dich ja auf der ganzen Welt eigentlich herumgeführt hat. Der Start eigentlich war klassisch obersteirischer Werdegang, Lehre als Anlagemonteur und bis zur Lehre in der Obersteiermark und dann bist du nach Graz und dann ist schon der erste Auslandseinsatz, kann man sagen, passiert und dem sollten dann noch mehrere folgen, oder? Ja, ich habe den Werdegang über die BEWAG gemacht, ganz normale Volksschul-Hauptschulausbildung, bin dann zur BEWAG gekommen. Habe da Ausbildung gemacht, das hat mich dann nach Graz gebracht für die BEWAG und da habe ich dann mich ein bisschen international auch umgeschaut, weil es wie es mit der BEWAG dann aus war, bin ich zu einer Grazer Anlagenbaufirma gegangen, zu einer relativ großen und habe da die ersten Auslandseinsätze gemacht, hauptsächlich in Europa. Und ja, so hat es mich dann ein bisschen ins Ausland verschlagen. Aber viele Jahre später sollte es dann ein bisschen weiter weggehen, beispielsweise nach Brasilien? Ja, ich habe dann nach mehreren Jahren, wo ich in Graz und auch in der Region da unterwegs war, bei der Firma Entdecker angeheuert in Bruck, ein riesen Anlagenbauer. Und von dort aus ist es in die ganze Welt gegangen, China, Korea, Indien war ich mal und dann das Hauptprojekt bin ich nach Brasilien gegangen, war da einige Jahre in Südamerika, war interessante und spannende Zeit. Im doppelten Sinne interessant, weil ich glaube, da hast du auch deine Liebe gefunden, oder? Ja, also bin eigentlich mit der Überlegung hingegangen, nur berufliche Ziele zu verfolgen. Hat dann aber nicht lange gedauert, bis ich mich mit dem brasilianischen Lebensstil sehr gut anfreunden habe können. Und habe dann meine Frau kennengelernt, eigentlich relativ früh im Projekt. Habe dann einmal Portugiesisch gelernt, damit ich mich mit ihr adäquat unterhalten kann. Und nach 2 Jahren in Brasilien hat sich dann daraus eine Beziehung entwickelt und mittlerweile sind wir verheiratet, leben da in Kapfenberg. Hat sich wunderbar entwickelt. Das heißt, du sprichst Portugiesisch, Spanisch und noch eine weitere Sprache? Ja, Englisch und habe dann auch noch ein Projekt in Mexiko gemacht, da habe ich mir dann Spanisch angeeignet. Nicht ganz so gut wie Portugiesisch, also das kann ich wirklich fließend und richtig gut. Und ja, habe ein paar Erfahrungen mitgebracht aus dem Ausland. Also international unterwegs und die Liebe mit nach Hause gebracht. Das ist ja eigentlich wirklich wunderschön. Wenn man eben so viel unterwegs ist, da kriegt man ganz einen anderen Blick auf die Welt. Wie ist es dann, wenn man wieder zurückkommt, wie sehr hat dich diese Zeit verändert? Doch schon sehr. Ich habe in Brasilien einiges gesehen. Ich war in echt, sagen wir mal, schlimme Gegenden manchmal. Habe dort Armut gesehen, habe da wirklich richtige Probleme gesehen. Und wenn man sich jetzt da die Zeit anschaut, wie es aktuell ist, muss man sagen, wir jammern da manchmal auf hohem Niveau. Sicher ist es total ungut, was bei uns jetzt momentan passiert. Aber ich habe da, man entwickelt einen anderen Blick auf die Dinge und man sieht, wie wenig das es eigentlich braucht, um glücklich zu sein und gut zu leben. Und habe dann auch insgesamt meine ganze Art vor dem stringenten Ehrgeiz, irgendwo in eine Richtung zu gehen, mich eher in die Richtung entwickelt, ein bisschen toleranter und offener zu werden und ja, sich die Welt jetzt ein bisschen mit anderen Augen. Und den brasilianischen Lebensstil auch ein bisschen mitgebracht nach Kapfenberg, mit vielleicht ein bisschen das Offene und das Freiere. Schon, ja. Und man sieht auch, wenn man da drüben ist, lange Zeit, mit wie wenig man sehr glücklich sein kann.
Und da ist die Welt, und nicht nur die brasilianische Welt, also Mexiko, afrikanische Gebiete, haben da uns manchmal einen kleinen Schritt voraus, wie man das Leben gestalten kann, auch wenn die materiellen Dinge nicht so vorhanden sind. Was immer dabei war auf all dem Lebensweg, war der Sport. Von Kindesbeinen an hat er die begleitet, auch der typisch obersteirische Bubentraum beim Fußball, glaube ich, begonnen. Aber du hast in alle anderen oder viele anderen und teilweise exotische Sportarten auch hineingeschnuppert. Woher kommt dieses sportliche Interesse? Ist das vorgelebt worden in deiner Familie? Na, ich komme ja eigentlich aus einer Musiker- und Künstlerfamilie. Meine Mutter ist da schon seit Jahren sehr groß im Business in Österreich, ist auch aktuell noch immer sehr aktiv und sehr bekannt in der Gegend. Das heißt, das war irgendwie so vorgegeben, in die Musikrichtung zu gehen. Es hat mich aber nie so richtig interessiert und habe relativ früh gegen diese Geschichte rebelliert, habe gesagt, ich muss zum Sport. Aber wenn man aus so einer Familie kommt, ist man meistens ein bisschen talentbefreit. Das hat mich dann auch beim Fußball nicht zu einer großen Karriere verholfen, weil ich für den Sport ein bisschen zu langsam und zu schwer und groß war. Ja, habe aber jahrelang für Turner Fußball gespielt, bis ich da rausgegangen bin, dann ins Ausland, war ich da aktiv, mit moderaten Erfolg, sagen wir mal. Und bin dann über meinen Bruder, der Baseball gespielt hat, für die Brucker Basebusters und dann auch für ihr Team in Graz, bin ich in Kontakt mit der American Sports Szene gekommen. Ich habe selber ein bisschen Baseball gespielt, mehr aushilfsweise, weil das eine relativ kleine Mannschaft war. Und da habe ich die ersten Kontakte zu Football geknüpft, wo ich in Graz dann den einen oder anderen Bekannten, das waren die gleichen Leute, die haben Baseball gespielt und Football. Und ja, so sind die ersten Kontakte entstanden und dann hat es mich eher in die American Sports Ecke verschlagen. Was ist das Faszinierende für dich am Football, wo du dann ja eigentlich ganz groß eingestiegen bist? Ja, ich bin dann 1999 in Graz zu den Giants gekommen. Am Anfang eigentlich ohne große Ideen und Vorstellungen über den Sport. Ich habe eigentlich gerade die Regeln gekannt, weil ich habe mir den einen oder anderen Super Bowl im Fernsehen angeschaut und das war immer so eine Faszination, ganz was anderes zu machen. Ich habe mich dann in der Mannschaft mit viel Ehrgeiz, den habe ich immer gehabt für Sport, eingekämpft und ja, habe dann 6 Jahre aktiv gespielt, auch einiges erreicht und da ist eigentlich im Zuge dessen ist die Liebe zu dem Sport erst entstanden. Also ich bin nicht jetzt total Football-Fanatiker gewesen, wie ich gekommen bin, sondern bin das im Laufe der Zeit geworden. Okay, also die Liebe ist da mitgewachsen. Dann war es ein bisschen ruhiger drum nach der Beendigung der aktiven Karriere, aber dann kam das Jahr 2015 und das sollte dann schicksalhaft werden, glaube ich, für dich, um wieder zurückzukehren zum Football. Da hat sich so eine verrückte Truppe einmal gefunden und hat gesagt, wir möchten Football spielen und ja, du hast gewusst, wie es geht, oder? Oder wie war das? Wie lange hast du überlegen müssen, da dabei zu sein? Naja, die Grundüberlegung war ganz andere. Also ich habe in Graz nach meiner aktiven Karriere noch 4 Jahre in der Organisation mitgeholfen, habe sehr viel Erfahrung gehabt mit Verbandsangelegenheiten, mit dem Trainergeschäft noch nicht so viel, habe aber gewusst, was es für ein Aufwand ist und was es für ein Wahnsinnsprojekt werden würde, ein Footballteam mit kompletten Neulingen auf den Markt zu bringen. Und wie der Kontakt entstanden ist und mich die Rhinos kontaktiert haben zum ersten Mal, da waren es, glaube ich, gerade einen Monat alt, die ganze Geschichte. Das waren vielleicht damals 15 Jungs. Und meine Grundidee war, ich muss ihnen das ausreden und ihnen beibringen, dass das kein guter Plan ist, hat man da eine relativ junge und naive Truppe erwartet und dann bin ich zum ersten Training gekommen und war sehr überrascht über das Talent und über die Art, wie die herangegangen sind an die Sache. Da waren nämlich ein paar dabei, die waren ein bisschen älter, haben also ziemlich genau gewusst, auf was sie sich einlassen und die Überlegung hat 3 bis 5 Minuten gedauert, einer dann zu sagen, okay, wenn wir die Anzahl an Spielern zusammenbringen und wenn ein Fundament wir bauen können aus dem und wenn ein Interesse da ist, dann werde ich das übernehmen und dann war ich ab Mitte, Ende 2015 der Trainer, damals noch in relativ kleinen, rudimentären Ansätzen. Jetzt haben wir 2020 und ja, ich glaube, Football hat sich in der Region wirklich sehr gut etabliert, aber wie schwierig war das am Anfang, dem hier Platz, den gebührenden Platz zu verschaffen? Eine totale Überraschung für mich, es war total einfach. Okay.
Also es war sportlich schwer mit dann in kürzester Zeit 40 bis 50 Jugendlichen und jungen Männern ein Team aufzubauen. Das war eine Riesenherausforderung sportlich, aber organisatorisch war es total leicht. Also wir haben kaum Werbung machen müssen. Es war ein Riesenvakuum, das wir angestochen haben, wo dann extrem viele gute Talente sofort zum Verein gekommen sind. Wir haben dann auch das Glück gehabt, dass wir nach wenigen Monaten, also eigentlich noch in einem Zustand, wo man gar nichts erwarten kann und verlangen kann, von der Stadt Bruck den Zugang zur Sportanlage in Oberaich gekriegt haben. Und das war natürlich ein riesiger Boost für die ganze Geschichte. Und ab Frühjahr 2016, wie wir dann in Oberaich waren, hat das extrem durchgestartet. Und dann haben wir uns eigentlich um organisatorisches wenig kümmern müssen, sondern nur mehr um die sportliche Schiene. Da haben wir dann einen alten Freund aus Grazer Tagen an Bord geholt, mit dem ich lange schon privat befreundet war. Und ja, das ist mittlerweile groß geworden, das Ganze. Wenn man das jetzt vergleicht, wenn sich jemand, so wie ich, das ja nicht wirklich gar so gut auskennt dabei, in welcher Liga spielt ihr das? Wenn ihr das jetzt mit Fußball vergleicht, wie kann man da sagen, welche Liga seid ihr da? Also würde man es jetzt mit der Fußballhierarchie vergleichen, dann würden wir jetzt so in der Regionalliga sein. Mhm. Okay, also, aber dort durchaus erfolgreich, oder? Für die Football-Szene ist das extrem erfolgreich. Man spielt zuerst ein Qualifikationsjahr. Wir haben dann drei Meisterschaftsjahre absolviert. 2020 ist jetzt leider ausgefallen. Das wäre unsere vierte Saison gewesen im Ligabetrieb. In den drei Jahren haben wir es zweimal in die Endspiele geschafft, sind zweimal aufgestiegen. Im ersten Jahr waren wir auch schon in die Playoffs. Also wir haben eigentlich aus dem Start heraus super performt. Immer ganz vorne und ganz gut mit dabei gewesen und sind auch die letzten zwei Jahre nur an einem ungarischen Profiteam gescheitert. Haben also unsere österreichische direkte Konkurrenz in diesen Ligen zumeist besiegt, manchmal sogar ein bisschen dominiert. Und auch jetzt, wenn es heuer eine Saison gegeben hätte, wären wir wahrscheinlich wieder gut mit dabei gewesen. Das ist aber dem Umstand geschuldet, dass die Obersteiermark eine extreme Breite und ein Portfolio an Sporttalenten hat, die man aber anders so nicht findet. Der Blick 2021, das ist gleich wie wenn wir in eine Glaskugel schauen würden, weil das, was wir heute sagen können, wie es weitergeht, wird morgen vielleicht schon anders sein. Darüber möchte ich gar nicht reden, sondern nochmal bei den Talenten einhaken. Das heißt, man muss sich keine Sorgen machen um den Nachwuchs. Gibt es genug? Also wir haben im Herrenbereich eine relativ junge Mannschaft mit extrem viel Zulauf und einem guten Grundkonstrukt an Spielern, die jetzt irgendwo zwischen 20 und 25 sind. Wir haben relativ wenige, die jetzt schon die 30 überschritten haben. Wir haben zwei Jugendteams, U18 und U15. Wir haben ein Damenteam. Aktuell, heuer, ist es nicht gewachsen, sondern ganz, sagen wir mal, latent ausgedünnt, weil wir halt nichts organisieren haben können, weil wir keine Tryouts machen haben können. Wir werden aber für 2021 mit den vier Teams wieder an den Start gehen. Wir haben eine riesengroße Kampfmannschaft mit über 75 Spielern. Also, es tut sich was. Es tut sich was und es schaut eigentlich auch fürs nächste Jahr wunderbar aus. Was sind so die Voraussetzungen, um ins Team zu kommen? Was braucht man da außer jetzt die Begeisterung für die Sportart? Man muss den Sportplatz in Oberaich finden. Okay. Ich habe eine eigene Philosophie entwickelt und Football tragt in sich eine ganz andere Philosophie, als jede andere Mannschaft Sportart macht. Durch den Umstand, wie der Sport aufgebaut ist, wie hierarchisch das aufgebaut ist und welche Voraussetzungen man braucht, kann man sagen, man kann Spieler mit 150 bis 180 Kilo, also unser Schwerster ist in dem Bereich, einsetzen oder man kann Leute mit 60 Kilo im Team haben. Also es ist wirklich jede Art von körperlicher Voraussetzung gebraucht und notwendig und das erhebt den Sport natürlich in einer eigene Schiene, weil beim Handball muss man gewisse Größe und Agilität haben, beim Fußball muss man Geschwindigkeit mitbringen und darf auf keinen Fall ja, zu viel Kilo mit sich herumtragen. Und im Football ist das überhaupt kein Thema. Dazu kommt, dass man am Spieltag 45 bis 50 Leute einsetzen können, dauernd rotieren und tauschen dürfen. Und das gibt uns natürlich die Möglichkeit, auch neuen Spielern und Talenten viel Rotationszeit zu geben. Und in der Hinsicht haben wir anderen Sportarten sicher einiges voraus, dass man relativ schnell und leicht in Football einsteigen kann. Das kriegen dann auch alle relativ schnell einen Vertrauensvorschuss, werden einmal getestet, kriegen Spielzeit. Okay. Und damit hat man eine innere Bindung und eine innere Philosophie im Verein,
die Jugend anzieht und die auch die Leute relativ lang beim Verein hält. Also das heißt, das ist eine sehr, sehr große Familie eigentlich, weil es braucht ja jetzt nicht nur die Kampfmannschaft, sondern es braucht ja dahinter auch ganz, ganz viele, die organisieren, die mitmachen, die das so auf die Beine stellen, wie es jetzt dasteht. Ja, also wir haben ungefähr 120, 130 aktive Sportler und Sportlerinnen und im Hintergrund sicher noch mit 30 bis 40 Leuten, die mitarbeiten in der ganzen Organisation der Sachen. Und wir verstehen uns ja selber eigentlich jetzt gar nicht als Leistungssportverein, sondern das ist die Kausalität für Leute, die das gern machen, die mit Begeisterung dabei sind, dann kommt der sportliche Erfolg automatisch und wir sind da wirklich eher eine Familie als ein leistungsorientiertes Sportteam, sagen wir mal. Obwohl wir schon große sportliche Pläne auch haben. Ja, dazu wünschen wir viel Erfolg, aber eine letzte Frage habe ich noch. Jetzt hast du ja vielleicht ja begonnen mit dem Sport, nicht mit so großen Zielen, hast aber wirklich sehr, sehr viel Erfolge eingefahren. Was sagt denn da die Mama dazu? Der gefällt das irrsinnig gut. Also schon zu aktiven Zeiten, wie ich in Graz noch gespielt habe, ist sie ab und an zu Spielen gekommen. Noch besser hat sie gefallen, wie ich Stadionsprecher in Graz dann war. Das habe ich auch 3 Saisonen lang gemacht und ja, da ist irgendwie doch noch ein bisschen die Schiene mit diesem. Ja, da die Bühne und verbal da sie, wie soll man sagen, zu präsentieren, das hat ihr gut gefallen, dass der Sonnemann da Erfolg hat. Jetzt mit den Rhinos ist sie sehr begeistert, ist auch oft bei Spielen zuschauen. Letztes Jahr war sie bei einem Spiel dabei, hat die Bundeshymne gesungen. Also sind alle wieder glücklich am Ende des Tages. Ja. Das ist keine dass es keine musikalische Karriere geworden ist. Sie hat es mir nicht übel genommen, dass ich in die Richtung Sport tendiert bin. Und sie ist da von der Qualität natürlich so gut, da hat sie immer ein Benchmark gesetzt, wo kein anderer in der Familie mithalten hat, keinen. Und deswegen ist die Bühne ihrs und der Sport ist meins. Sie hat es da nicht übel genommen und viele andere sind dankbar, dass du mittlerweile fixer Bestandteil bist der Football-Szene. Denn ja, du bewegst viel, du bist mit Herzblut bei der Sache und deswegen weiterhin alles Gute. Bleib dem Football treu und danke fürs Gespräch. Bitte gerne, werde natürlich machen und ich hoffe, wir werden vielleicht das eine oder andere Mal in Jahren, die noch folgen werden, zu dem einen oder anderen Gespräch zusammenfinden. Danke. Gerne. Das war's mit unserem Infotainment für diese Woche. Die nächste Ausgabe gibt's am 15. Oktober. Aktuelle News und Infos finden Sie wie immer auf unserer Website highway-tv.at, auf Facebook und auch auf Instagram. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche Ihnen noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederschauen.